Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind wieder hier mit Melody, die gerade hier ein Bild malt. Und ich habe in meinem wunderschönen Büchlein stehen, dass wir ein neues Kind zeugen dürfen. Juhu! It's been a while. Aber ich bin auf jeden Fall ready. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo einen Typen haben, der hier rumstreunert. Da ist jemand, aber den hatten wir schon. Hatten wir Markus Flex eigentlich schon? Ich weiß gar nicht. Darf ich mal gucken, mein Lieber. Current Children 0. Das heißt, wir hatten mit ihm noch nichts. Deswegen bumsen wir einfach jetzt mit dem. Hör auf zu malen, bitte. Das hier ist nämlich gerade wichtiger. Hier auf der Brücke ist doch voll romantisch. Hier, Baby machen. Let's fucking go. Wenn man es sogar direkt auswählen kann. We love it. Stopp, junger Mann. Du gehst hier nicht weg. Wir machen hier ein Kind. Es ist sehr wichtig. Er hat auf jeden Fall Bock. Das lieben wir hier. Okay, sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Dann füge ich ihn einfach in eine Gruppe hinzu. Und dann laufen wir nach Hause. Und dann können die ja in Ruhe bumsen. Juhu! Ach, jetzt machen die es doch. Na dann. Wir müssen die ja gar nicht hier hinlaufen. Das ist schön. Mal gucken, ob das hier klappt mit denen. Es wurde nicht verhütet. Oh nein! Wie schlimm. So, dann machen wir bitte hier einen Schwangerschaftstest. Jawollo! Chance auf Zwillinge. Jawollo. Wie süß, sie macht ein Projekt. We love to see it. Melody ist auf jeden Fall am Start. Gerade erfahren, dass sie schwanger ist, erstmal trainieren gehen. Es schlafen alle in der Nacht. Das ist ja eine seltene Angelegenheit hier. Das Kind stinkt schon wieder. Oh, we hate it. Okay, sie muss anscheinend nicht zur Schule. Doch, ich wollte schon sagen. Weil das wurde irgendwie nicht angezeigt mit dem Hingehen. Das wäre schon wild gewesen. Aber nein, ihr müsst alle hin. Ob ihr wild, ob ihr wild. Ob ihr wollt oder nicht. Wie schaut's denn hier aus? Papierkorb leeren? Da müssten wir dann erstmal was reinschmeißen, ne? Kann sie vielleicht ihr Tablet kurz an der Seite legen? Oh mein Gott. Verstecken? Oh mein Gott. Ja, von allen, bla bla bla. Ist mir alles egal, Leute. Leg dein Tablet hin und dann möchte ich dich baden, mein Kind. Sie muss erst mit dem Kind sprechen, weil das Kind schon wieder nicht weiß, dass das die Mutter ist. Also in dem Fall ist es ja auch nicht die leibliche Mutter, aber dennoch. So, jetzt kann ich sie baden. Hey Melody, ich habe mich in Jasmin Mondschein verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Das ist mein Kind. Also, mach. Wie schön, jetzt sitzen hier, sie hier voll in ganzen Potties. und leeren Flashkarten. Ganz normales Leben. Halo ist Zweierschülerin. Perfekt. Tracy ist Dreierschüler weiterhin. Okay. Scarlett ist Einserschülerin. We love her. Scarlett, my girl. Komm ran. Happy birthday to you. Yay. Und sie ist außerdem ein Bro. so schätze ich sie auch ein. Bye, bye. Jetzt ist halt nur das hier von Scarlett. Deswegen kann das jemand weitermachen? Bei Projekt helfen. Also es würde ja an sich gut tun, oder? Ja, sie mag Backyard bestimmt. Tracy, nice. Er steigt seine Level hoch hier. We love it. Lauren hat ihr Projekt fertig. Na, super. I love it. Ich weiß nicht, was das hier für ein Projekt war. Deswegen hilft sie da jetzt einfach weiter, damit das halt vervollständigt werden kann. Die Kaninchen kann ich auch verkaufen. Logik. Naja, dann mach das einfach mal. Ich meine, ich sollte sie ja auch ihre Fähigkeiten machen lassen, aber das kriegen wir schon hin. Okay, ich sollte es vielleicht lassen. Vielleicht sollte sie einfach noch mal ein Bild malen, wenn ihre Mutter ihr nicht zuvorkommen würde. Yay, Lauren! We stand! Ich habe jetzt auf jeden Fall Müll, den wir hier ausleeren können. Das kann sie dann gleich machen. Dann haben wir dieses Dings hier schon mal fertig. Das wird auch cool, oder? Oh, das hat schon gezählt. Nice. 5-mal Unordnung beseitigen, Hände nach dem Toilettengang waschen, Gästen dein sauberes Haus präsentieren. Okay. Stimmung, Perfektionsseifer plus 4 erhalten. 5 Uhr morgens, Zeit zum Aufstehen. Das nenne ich mal eine Mutti, ey. Jo, ist sie gerade vergammeltes Pizzabrötchen? Sieht nicht mehr gut aus. Oh, sie geht jetzt sehr mies gelaunt zur Schule. Läuft bei ihr. 17 Dollar Tantiemen, Alter. Wow. Und sie vergnügt sich hier im Teleskop. Oh, toll. Guck mal, lass mal Nachbarn ausspionieren. Also die Kleine macht sich hier auf jeden Fall auch gut, ne? Also hier mit den Fähigkeiten, da fehlt ja auch schon nicht mehr viel. Yes. Jetzt fehlt schon nur noch Denken. Sie ist ein Wunderkind. Wo will sie denn hin?
Tracys Zweierschüler, Laurens Einserschülerin und Halos Einserschülerin. Jawollo! Let's go, Lauren! Woo! You did a great job! Happy birthday to you! Yay! Und sie ist außerdem ein Kind der Inseln. Tschüssi! Und jetzt Halo noch. Die werde ich dann im nächsten Part umstylen, weil das schaffe ich heute nicht mehr. Aber da Julia auch schon nicht mehr viel braucht, kann man die ja dann zusammen umstylen. Das wäre dann ziemlich cool. Kannst du bitte Geburtstag haben, meine Liebe? Ein Leben ohne Milch. Und deswegen ist sie energiegeladen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, den meisten nervt das einfach nur. Die so, das haben, I don't know. Naja, happy birthday, meine Liebe. So, und sie ist noch gut und will herrlich reich werden. Wer nicht? She's looking good. Natürlich clasht das hier so ein bisschen, aber ansonsten, sie ist schon eine fancy Mausi. Also, aus ihr wird man auf jeden Fall was Hübsches machen können. Mal gucken, ob wir sie jetzt gleich schon noch Geburtstag haben lassen können. Das wäre zumindest cool. Wieso jammert Chan hier? Sie kackt sich schon wieder ein. Geil. Irgendwer will ein Baby kriegen. Na dann, let's go. Er ist verliebt in meine Tochter. Das ist auch toll. Komm, das Level schaffst du jetzt auch noch, Girl. Yay! Offiziell wurde es mich hier oben noch nicht angezeigt, aber hier sieht man es ja schon. Deswegen kann ich ja schon mal alles so weit vorbereiten. Warum ist sie hier und was zum Fick war das gerade? Halo hat noch ein Zusatzprojekt hier abgeschlossen. Ganz toll. Oh, und Julia ist leider ohnmächtig geworden. Das tut mir sehr leid. Aber jetzt ist es Zeit für ihren Geburtstag. Let's go. Happy birthday to you. Sie ist so eine Mausi, ne? Zack. Sie ist Kunstliebhaberin. Und creative. Oh, sie ist so süß. Look at her. Oh. Ich freue mich so, dass das jetzt alles geklappt hat. Wir sind ein ziemlich kleiner Haushalt gerade wieder. Aber dauert ja nicht lange, bis die Kinder kommen. Und dann können wir ja eigentlich schon so ziemlich ein neues Kind zeugen. Das geht hier manchmal rauf und runter und ganz schnell. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!